Schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Komm, schnell, schnell. Nein! So ein Stück! So ein Stück! Na, kurz antworten. Ich will beim nächsten Mal anders machen. Wer kommt denn da jetzt? Ja, hallo. Hi. Hi, Mo. Bist du zufälligerweise Dave? Dr. Bacon. Ja. Ja, womit kann ich helfen? Wow, bei diesen Dingen liege ich immer richtig. Haha. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dr. Bacon, ein Archäologe, der die Zivilisation des Seevolks studiert. Die Seevolk-Zivilisation? Haha, ich werde es dir erklären. Was für ein Glück, dass du einen Experten wie mich hast, der dir davon berichten kann. Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen. Oh no. Aber plötzliche Veränderungen der Meer am Boden führten zu einem abrupten Untergang. Das ist so ziemlich alles, was es in der Geschichte gibt. Okay, Alter, er war viel zu schnell. Alle halten es natürlich für einen Mythos und sonst nichts weiter, aber der Beweis, dass es sie wirklich gibt, wurde ganz in der Nähe dieses Ortes gefunden. So? Dies ist ein erstaunlicher Fund, der die gesamte Forschungswelt auf den Kopf stellen könnte. Eine alte Zivilisation unter dem Meer, so etwas kennt man nur aus Comics oder Spielen. Was macht dich so sicher, dass es sie wirklich gab? Mein Assistent hat in der Nähe gefundenes Artefakt genau untersucht und festgestellt, dass es von keiner uns bekannten Zivilisation stammt. Es wird auf vor etwa 1500 Jahre datiert. Damals gab es in diesen Breiten noch keine Zivilisationen. Das ist interessant, aber was möchtest du von mir? Nun, es ist so, die Investitionen meines Assistenten in Kryptowährungen haben sich nicht gerade bezahlt gemacht und er wird für eine ganze Weile nicht mehr da sein. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Oh. Mein Assistent sagte mir, dass das Artefakt etwa 70 Meter unter der Wasseroberfläche gefunden wurde. Bitte sieh es dir an. Wir sind mit der Sushi-Bar beschäftigt. Ich glaube, wir können nicht. Tut mir leid, dass ich die Unterleitung unterbreche. Ich bin Cobra. Ich arbeite mit Dave. Natürlich sollten wir Ihnen helfen. Das tun wir gerne. Ja. Was? Wir haben keine Zeit, um herzutauchen und nach Artefakten zu suchen. Denkt doch mal darüber nach. Wenn wir eine Unterwasserzivilisation entdecken, werden unzählige Menschen hierher strömen. Pancho Sushi wird aus allen Nähten platzen. Da ist wohl was dran. Junge, hat der Anteile oder warum macht er so bereitwillig mit? Na gut, ich werde dir helfen. Haha, was für ein Glück. Oh, natürlich solltest du nicht umsonst für mich arbeiten. Ich werde dir den Taucheranzug, den du trägst, kostenlos aufwerten. Wow. Mit einem veredelten Taucheranzug kannst du tiefer tauchen. Das ist für die Erkundung unerlässlich. Heutzutage kann man sogar solche Dinge mit einer App erledigen. Der technologische Fortschritt ist erstaunlich, nicht wahr? Ja, wir leben in Zeiten, möchte man leben. Ja. Wir sollten zuerst die iDiver-App auf deinem Telefon installieren, bevor wir weitermachen. Ach Junge, dieses i am vorne dran, ne? Wunderschön. So ein gewisser Branchenriese wird gleich claimen. Auftrag aktualisiert. Neuer Inhalt, iDiver. Die iDiver-App ermöglicht dir Verbesserung verschiedener Taucherausrüstungen. Verbesserte Ausrüstungen mit Geld, das du in der Sushi-Bar und an anderen Orten verdient hast, und erforsche die tieferen Gewässer. Okay. Ich erkläre dir jetzt, wie man iDiver benutzt. Ich installiere die App für dich, entsperre dir erst dein Telefon. Ja, komm jetzt. Oh, das können wir machen, ja klar. Oh, bis 80, nice. Jetzt kannst du noch ein bisschen tiefer tauchen. Wenn du genügend Geld hast, kannst du die App iDiver benutzen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Du kannst sowohl deine Frachtkiste als auch deine Sauerstoffflasche vergrößern. Oh ja, das werden wir so brauchen. Vergiss nie, unter Wasser kann alles Mögliche passieren. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Bruder. Hey, tschüss. Ah, sympathischer Typ. Ich hasse ihn. Ich würde sagen, dann guck mal direkt nochmal neu. Guck mal direkt nochmal. Was können wir denn verbessern? Alter, Schaden 3 auf 10. Junge, übertreibt es doch nicht. Oh, wir können beides verbessern. Okay. Mal hier aufwerten. Nee. Wenn wir jetzt Dr. Bacon. Der ist jetzt neu. Okay, jetzt muss man das Artefakt finden. Das ist mal ein Roguelike nach meinem Geschmack. Also sowas wie Hades und so fand ich auch richtig gut. Aber ich muss sagen... Eine Fluchtkapsel. Neuer Inhalt. Das verwende die Fluchtkapsel, um so schnell wie möglich zu deinem Boot entkommen zu können. Überprüfe zuerst deine Umgebung, dass Rufen etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ah, verstehe. Oh, das tut weh. Ich glaube nicht, dass man die mit den Handschuhen Segel einsammeln kann.
Rosafarbene Muschel, Munitionskiste. Achso, ist nicht für die Waffe. Artefakt des Seevolks, da ist es. Dave, ich glaube, das ist es. Komm sicher zum Boot zurück, ich warte auf dich. Was war das denn gerade? Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Muss sofort zurück zum Boot. Nee, musst du nicht. Wir können noch ein bisschen weiter. That's okay. Ob der Oktopus einem immer noch... Was geht denn jetzt hier ab? Leute, ich glaube, das überleben wir nicht. Nee, das war's. Schaff uns doch! Komm, schnell, schnell! Nein! So ein Stück! Ich schwöre, ich raste aus. Oh nein, ich habe nur das Seil mitgenommen. Ah, ich hätte gerade noch auswählen können, was ich mitnehme. Ach, shit! Dave, dieses riesige blaue Loch sieht deutlich gefährlicher aus als jeder andere Ort. Pass immer auf deinen Sauerstoff, auf und nutze die Fluchtkapsel, wenn du in Gefahr bist. Ich kann dich retten, wenn dir der Sauerstoff ausgeht, aber du kannst auch... Dann kannst du nur einen Gegenstand mitnehmen, den du gesammelt hast. In Ordnung. Du hast es sicher nach oben geholt. Ja, wir sind gerade gestorben, aber alles gut. Es scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Fast so, als wäre es bis vor kurzem irgendwo gelagert worden. Sehr interessant. Das könnte sogar der Fund des Jahrhunderts sein. Sehr gut. Dave, lass uns weiter zusammenarbeiten und die Geheimnisse der Seevolk-Zivilisation lüften. Machen wir. Was? Ich dachte, ich würde dir nur einmal helfen müssen. Selbstredend. Genug gesagt. Setz unser Restaurant einfach ganz oben auf die Liste der Partner. Ja, dieser Bastard, der ist einfach nur an seinem Geschäft interessiert. Das wird nicht schwer sein. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Wir bleiben in Kontakt. Oh, Junge, wie Dave einfach richtig missbraucht wird hier. Das ist so krass. So, wir sind leider verreckt unter Wasser. Dave, während du da draußen im Meer warst, sind die Reparaturen abgeschlossen worden. Perfekt. Ja, also wir sind unter Wasser gewesen und haben es leider nicht nach oben geschafft. Deswegen, jetzt mal gucken. Schauen wir mal im Restaurant vorbei. Ja, lass uns das tun. Okay, wow, das sieht richtig gut aus. Haha, ja, wenn das Restaurant eine Bruchbude ist, hilft das beste Essen nichts. Ach so, wenn du das Interieur ändern willst, das Menü Interieur ist unten geöffnet. Schau einmal hinein. So, verwende den Interieurreiter, um einen Stil nach deinem Geschmack auszuwählen. Was sollen wir denn wählen? Ah, aber wie Dr. Bacon sagte, wenn die Überreste des Seevolks hier gefunden werden, strömen Gäste hierher. Diese Region ist ziemlich abgelegen. Ich denke, bis dahin brauche ich eine Möglichkeit, für den Laden zu werben. Ja, heutzutage ist es gut wie möglich, ohne Werbung Gäste zu gewinnen. Hast du schon die Social Media App namens Cookster ausprobiert? Du meinst die App, auf der junge Leute Bilder von ihrem Essen posten? Ach wait, falsche Sprache, tut mir leid, ich muss anders. Du meinst die App, auf der junge Leute Bilder von ihrem Essen posten? Ja, so werben in letzter Zeit alle Unternehmen für sich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute ihre Zeit auf diese Weise verschwenden. Sushi geht direkt ins Herz, nicht die Fotos davon. Oh Junge, er ist so into it. Bancho Ultras. Und wenn schon, es ist nicht trotzdem besser, sie zu verwenden, als dass die Leute keine Ahnung haben, dass es deine Speisen gibt, Bancho? Das leuchtet ein. Es ist ganz einfach, ein Konto zu erstellen. Also lass es uns ausprobieren. Zuerst registrierst du dich und erstellst den Hashtag Bancho Sushi und dann... Fertig. Gar nicht so kompliziert, wie ich erwartet hatte. Jetzt werden die Gäste, die dein Essen genossen haben, Bancho Sushi folgen. Ich bin mir nicht sicher, aber okay. Ich hab's. Ich werde auch die Cookster-App auf meinem Handy installieren und mir die Posts von deinen Followern Posts der Follower ansehen. Ah, ohne Scheiß, es ist echt schön. Es ist echt cool. So ein bisschen... Also es wird wahrscheinlich so ein bisschen Mechanik auch in dem Spiel sein, aber so grundsätzlich gibt es auch so ein paar Apps auf dem Handy, wo du einfach nur...
Ja, einfach nur so Nebensachen. Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, du kriegst E-Mails, die vielleicht nachher auch Sinn ergeben, aber da sind auch sehr viele E-Mails bei, die dann einfach nur Spam sind. Gerade eben hatten wir eine E-Mail, wo dann irgendwie stand, klicke hier, um Millionär zu werden. Hast du drauf geklickt und dann ist das Bild so ganz komisch schwarz und verschwommen geworden. Wo man dann wusste, okay, alles klar, Weizen-Virus oder was. Erhöht deine Bewertung auf Cookstar. Es werden mehr Gäste kommen und neue Speisen werden freigeschaltet. Die Freischaltbedingungen neuer Bewertungen können in der Cookstar-App angezeigt werden. Alright, Interieur ist freigeschaltet. So, wir gucken uns einmal das Menü an, was wir jetzt zubereiten können. Was haben wir denn hier Feines? Wir haben gelernt, wir müssen auch schauen, dass wir genug von den Sachen herstellen können. Wenn wir nicht genug haben, dann werden die Leute sehr ungehalten. Warte mal, veredeln? Womit kann man das denn? Warte mal, Level 2? Und dann braucht man 3 davon. Das sollten wir aber auch, glaube ich, nicht machen, oder? Also noch nicht. Nee, das machen wir noch nicht, Leute. Okay, warte, wir machen jetzt erstmal das hier. Den hauen wir jetzt erstmal raus. So, hiervon, ja komm, machen wir hiervon 4 Stück. Das sollte erstmal gut sein. Kardinalfisch, davon machen wir 2. So, davon noch 3. Davon packen wir auch noch 3 drauf. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Freunde. Rechnen wir mal mit 12 Gästen. Sollte schon passen. Irgendwo. Können wir nicht nochmal tauchen? Wir können doch nochmal tauchen, oder? Ja, wollte gerade sagen, wir können doch nochmal tauchen. Hey, hier sind ja ganz andere Fische gerade. Hä? Oh, sag mir bitte nicht, dass wir jetzt Delfine jagen. Oh, müssen wir ihm folgen? Huch, ein Delfin. Es scheint mich aufzufordern, ihm zu folgen. Sollte ich das mal versuchen? Junge, ich habe ihn nicht verstanden, aber ich krieg eine neue Quest. Ach, guck an. Oh, ein Amazonas-Delfin hat sich im Netz verfangen. Er bat mich also, seinen Freund zu retten. Ich sollte dieses Netz aufschneiden. Netz aufschneiden, nur um die beiden dann mit der Harpune zu jagen, oder was? Oh Mann. Oh, wie süß. Oh. Na, kurz antworten. So. Huch, er scheint ein Geschenk hinterlassen zu haben. Ich wusste nicht, dass sogar Delfine Freunde haben. Auftrag abgeschlossen. Okay, die Torpedomakrele ist tot. Also okay, daran sollten wir denken, wenn wir fischen, wenn wir generell fischen. Tote Fische sind anscheinend... Ja, okay, gut, weil Frischfisch und so, ich verstehe. Ergibt eigentlich auch Sinn. Man sollte darauf achten, dass die Fische halt nicht tot sind. Aber es ist halt schwer zu realisieren, ne? Wenn man die halt die ganze Zeit vergiftet. Okay, das haben wir alles gefangen. Der Rotzahndrückerfisch, der wird nice, glaube ich. Ich bin ziemlich müde, aber Bancho arbeitet alleine. Ich sollte ihm helfen. Mit nur 2 Leuten alles im Laufen zu halten, ist nicht einfach. Vor allem, wenn mehr Gäste kommen. Ich glaube, wir bekommen jetzt die Möglichkeit, neue Leute einzustellen. Woher ich das weiß? Niemand weiß es. Haben wir irgendeine laufende Quest? Ja, okay. Unsere Quest ist jetzt erstmal zur Sushi-Bar zu gehen. Deswegen höre ich auf zu labern und gehe jetzt zur Sushi-Bar. Oh, die sieht, die sieht aber freundlich aus. Yoshi sieht sich um. Das ist doch Banchos Sushi-Laden, oder? Oh, Yoshi. Ich bin vorbeigekommen, weil ich gehört habe, dass dieser Ort auf Cookstar immer beliebter wird. Der Name hat mich stutzig gemacht, aber sich vorzustellen, dass es wirklich dein Laden ist. Neues Essen mit noch nie dagewesenen Zutaten. So etwas wird nirgendwo anders serviert. Ein wortkarger, aber männlicher Koch? Wow, werde ich auch erwähnt? Nein, nicht wirklich. Wie dem auch sei, was führt dich hierher, Frau Yoshi? Was führt dich hierher, Frau Yoshi? Oh, verschiedene Gründe. Ich wollte mir das Restaurant ansehen. Sieht so aus, als hätte sich kein Stück geändert. Nun, da gibt's nichts zu ändern. Ich mache einfach Tag für Tag weiter und schule mich selbst. Meine Güte, das ist genau das Problem. Das letzte Mal hast du dich in ähnlicher Weise geweigert, auf mich zu hören. Und deswegen wurdest du aus dem Hotel geworfen. Fängst du schon wieder davon an? Okay, waren die mal ein Paar oder was geht hier ab? Es ist die Schuld des Gastes, weil er das Essen beurteilt hat. Ohne es überhaupt probiert zu haben. Wie lange willst du deine Gäste noch so behandeln? Und das, um weiterhin dieses fürchterliche Essen zuzubereiten. Was meinst du mit fürchterlich? Ein Stück gegrillter Haifischkopf ist ein ausgezeichnetes Gericht.
Haifisch wurde sowohl in der Küche des Westens als auch des Ostens verwendet. Und in Korea wurde er sogar bei Ahnenritual verwendet. Hör auf, du hast dich kein Stück verändert. Dann lass mich selbst beurteilen, ob diese Speisen zum Verzehr geeignet sind. Dann kann ich dir sagen, warum ich gekommen bin. Gut, dann zeige ich es dir. Ich sorge dafür, dass du den wahren Geschmack von Haifischkopffleisch kennenlernst. Was ist mit ihm? Bancho, ist das nicht eine etwas plötzliche Entwicklung? Dave, als Chefkoch kann ich von diesem Kampf nicht zurückschrecken. Es geht um meinen Stolz. Bitte besorgen mir einen weißspitzen Riffhai-Kopf und etwas Olivenöl. Und ein Tropfen Olivenöl. Willst du, dass ich einen heißen weißspitzen Riffhai fange? In der Tat, mit deinen Fähigkeiten sollte das einfach zu bewerkstelligen sein. Hat er ihn gerade gelobt? Aber eine Harpune wird wahrscheinlich nicht gut genug sein. Nimm eine gute Pistole mit. Aber selbst dann klingt es immer noch gefährlich, gegen einen Hai zu kämpfen. Heißt das, du willst einfach dabei zusehen, wie mein Stolz beleidigt wird? Der Weißspitzenriffhai hält sich normalerweise im Ozean ganz im Osten auf. Viel Glück. Jetzt will er plötzlich, dass ich ihm einen Haikopf bringe. Das ist doch lächerlich. Man kann ihn nur mit einer Pistole töten? Ich muss Duff darum bitten, mir eine Pistole zu bauen. Oder im blauen Loch nach einer suchen. Eine Schelte von Yoshi, besonderer Gast. Aha. Ah, besonderer Gast. Verstehe. Manchmal hören besondere Gäste mit einer gewissen Vorgeschichte von der Sushi-Bar und kommen zu Besuch. Er lerne beim Forschen Gerichte, die sich die Gäste wünschen und serviere sie ihnen. Du kannst jetzt Rezepte erforschen. Verwende Flammen des Handwerks, um deine Speisekarte zu erweitern. Der Kopf eines weißen Riffhais, der am Stück frittiert wurde. Eine Flamme des Handwerkers wird für die Erforschung neuer Speisen verwendet. Wahrscheinlich 3 von 8, ne? Ja klar, lass uns das mal erforschen. Oh mein Gott. Was war das denn? So eine unglaublich gut gemachte Zwischensequenz, die auch gleichzeitig super unnötig war. Hab ich ja noch nie gesehen. Wie stark. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Haifisch echt gönnen muss. So, erstmal kommt der geile grüne Tee rein da. Oh, wunderschön, genau auf die Linie, ich liebe es. Hä? Willst du mir jetzt erzählen, das war's? Junge, ich habe einfach 7 Gerichte verschwendet.